Moin Leute, heute mal ein anderes Video. Und zwar auf der Fläche, wo ich hier vorstehe, haben wir letztes Jahr ja einen Aussaatversuch angelegt. Einmal mit 100% Saatstärke und 70% Saatstärke. 100% Saatstärke haben wir 340 Körner ausgesät. War auch Ende Oktober, wo wir ausgesät haben. Und dann halt mit 70% Aussaatstärke, also 240 Körner. Und wollten wissen, wie das ertraglich sich widerspiegelt. Düngung haben wir genau gleich gemacht. Pflanzenschutz genau gleich, also wir haben halt alles 1:1 gleich gemacht, nur dass wir die Aussaatstärke runtergenommen haben. Und da sind eigentlich ganz verblüffende Ergebnisse runtergekommen. Eigentlich sagt man ja, wenn man 30% weniger aussät, müsste ja auch 30% weniger Ertrag kommen. Dadurch, dass das früher sehr getreidefreudig war, ist der Weizen relativ gut aufgelaufen, nicht nur relativ, sehr gut aufgelaufen, hat auch sich sehr gut bestockt. Wir haben hier zum Beispiel auch noch gewalzt durch, oder damit soll man die Bestockung ja auch anregen. Da machen wir auf alle Fälle in den nächsten, also jetzt zur Aussaat hin, also nächsten Frühjahr wollten wir da noch wieder einen kleinen Versuch anlegen. Nicht gewalzt, gewalzt und dann halt immer Streifen zwischen weglassen und einmal gucken, wie dann sich das Getreide bestockt und ob man da wirklich große Unterschiede sehen kann. Auf jeden Fall haben wir hier halt diesen Aussaatversuch angelegt. Das haben wir jetzt für euch alles schön detailliert aufgeschrieben. In einem Erfahrungsbericht wieder auf unserer Plattform. Also könnt ihr gerne auf ruhr-landschaft.de draufgehen auf Erfahrungsberichte. Sonst unten in der Videobeschreibung ist noch ein Link. Da könnt ihr einfach die Zusammenfassung einmal downloaden und die euch durchlesen. Kurz angeteasert. Wir hatten genau den gleichen Ertrag. Wir hatten Flächendurchschnitt hier. Hier sind auch 38 bis 41 Bodenpunkte, also eine richtig gute Fläche von uns ungefähr. Da hatten wir 9,2 Tonnen. Auf den einzelnen Partiellen, also in der Mitte von der Fläche haben wir das halt angelegt, dass wir ja nicht Busch irgendwie drum zu haben und andere Einflüsse. Hatten wir so gute 8,9 Tonnen pro Hektar Weizen. Keitum haben wir hier gesät, KWS. Auf jeden Fall genau der gleiche Ertrag, hat uns auch ziemlich verwundert. Dadurch, dass ab Ende April nicht mehr so viel Wasser zur Verfügung war, wie eigentlich die Triebe gehabt hätten, können wir das auf alle Fälle uns erklären, dass wir halt genau den gleichen Ertrag haben. Also beide Triebe mit den mehr bestockten Beständen und weniger bestockten Beständen, also 170%, haben das Wasser, was da war, optimal umgesetzt und haben das Beste daraus gemacht, sag ich mal. Deswegen, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der ganze Versuch verlinkt. Der Link zum Download ist auch drin, da habt ihr eine Zusammenfassung. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, da kommen jetzt auf jeden Fall mehr Versuche und das bisschen wissenschaftlich zusammengefasst, sage ich mal. Ja, dass ihr als Laien oder halt als Landwirte, welche den Ackerbau ein bisschen effektiver und mehr Potenzial rausschlagen wollen, da euch ein bisschen belesen könnt und vielleicht die eine oder andere Sache verbessern könnt. Genau. Also, bis zum nächsten Sonntag und tschüss!